Wir kommen zum Gadget des Tages, liebe Zuschauer. Und was könnte das wohl sein? Sagen wir mal ein bisschen, was ist das Spiel? Was könnte das sein, das Gadget des Tages? Das da. Ein richtig cooler Kopfhörer. Und ich glaube, ich schreie hier gerade richtig. Unser Tonmann hat, glaube ich, richtig viel zu tun. Denn ich höre nichts. Und wenn ich sie aufhabe. Das ist das Schöne. Wir haben hier Over-Ear-Kopfhörer und die kann ich per Bluetooth, soll ich in dein Ohr sprechen, ja, kann ich per Bluetooth verbinden. Also wenn ich so höre, Smartphone. Fast nicht. Macht ja nichts. Hör du deine Musik. Ich erzähle unseren Zuschauern, was die Vorteile sind. Also ein Headset hier, also ein Kopfhörer, den ich aber gleichzeitig als Freisprecheinrichtung benutzen kann. Wir verbinden ihn mit unserem Smartphone per Bluetooth, dann hören wir unsere Playlisten. Und was hörst du gerade? Nee, ich will es gar nicht wissen. Okay, sing du weiter. Ah, okay. Gut, ein bisschen Queen. So, und jetzt haben wir hier Over-Ear. Das finde ich hervorragend, weil wenn man so In-Ear, also diese Stöpsel drin hat, dann hört man immer noch Nebengeräusche. Mit einem Over-Ear kann ich eben total entspannen. Da heißt es so schön, Musik an und Welt aus. Hast du was gesagt? Nein, ich habe nichts gesagt. Okay. Hör du weiter Musik, alles okay. Und das ist eben hervorragend. Und hier haben wir natürlich ein Mikrofon eingebaut. Das ist wichtig, denn direkt an der Ohrmuschel kann ich auch Telefongespräche entgegennehmen, kann auch das nächste Lied anskippen. Und hier ist also wirklich ein sensationeller Hörgenuss. Bis 90 Dezibel Lautstärke. Wenn du jetzt gerade beim Maximum bist, hörst du wirklich nichts außenrum mehr. Und nee, ich bin dann kann man nicht auf dem Maximum. Ich mache mal kurz aus, dass ich hier auch ein bisschen zuhören kann. Genießen. Was ich schön finde, ist, auch wenn ich jetzt einen älteren MP3-Player habe oder ähnliches, der noch nicht Bluetooth-fähig ist, haben wir einfach ein Klinke-Kabel und auch ein Klinke-Stecker. Wenn du mir den Kopfhörer mal in die Hand gibst, da gibt es nämlich noch ein paar andere Highlights. Vielleicht, wenn du dich gut benimmst. Okay. Schau mal, hier sehen wir einen Klinkeanschluss. Ja. Hier kann ich also jederzeit Geräte ohne Bluetooth per also Kopfhöreranschluss, das ist der hier, anstecken. Dann sehen wir hier ein Ladekabel, aber hier haben wir, ich kann hier 6-7 Stunden mit einer Akkuladung dauerhaft Musik hören. Hier sehen wir die Bedienelemente, da siehst du es, also auch denkbar einfach. Und jetzt kommen wir noch zum Clou, wenn ich ihn mal nicht brauche. Guck mal. Kann ich ihn ganz klein, ganz klein zusammenmachen. Und was halt natürlich wirklich ist, die Soundqualität. Die ist Wahnsinn. Unbeschreiblich. Du hast es gerade gehört. Wahnsinn, ich habe es gerade gehört, liebe Zuschauer. Und es ist fantastisch. Ich finde es ganz toll bei Kopfhörern, wenn der Sound richtig toll bei Ihnen ist, aber nicht beim Nachbarn. Ich bin schon mal im Zug angesprochen worden, ob ich es nicht ein bisschen leiser machen könnte. Da hatte ich solche In-Ears, also so welche drin. Und da wollte ich einfach ein bisschen Musik hören und das hat den Nachbarn dann aber gestört. Mit diesen tollen Kopfhörern, da hören Sie wirklich nichts. Weder Ihr Nachbar hört nichts, meine ich. Sie hören natürlich ganz schön viel und das in einem ganz, ganz tollen Klangerlebnis. Und wenn Sie auch einfach mal Ruhe haben möchten, ne? Also mir geht es oft so, wenn ich mit Ralf moderiere, möchte ich einfach meine Ruhe haben. Dann Kopfhörer aufziehen, super, man hört ihn nicht mehr. Er hört mich auch nicht, weil er hat es jetzt auf. Das heißt, ich kann jetzt ganz schön viel über ihn lästern. Hast du was gesagt? Nee, dann ist gut. Ich habe nichts gesagt. Also ich genieße gerade die Musik und ich muss sagen, also deine Stimme ist ja unglaublich angenehm, aber diese Musik ist noch ein bisschen angenehmer und da kann man einfach ein bisschen ins Träumen kommen. Kann also fast ein bisschen schlechtes Gewissen. Und das vor allem keine Schnüre, kein nichts dran. Ich verbinde die per Bluetooth und habe hier den allerbesten Soundgenuss. Abschalten der Umwelt. Also bitte diesen Kopfhörer nicht beim Radfahren verwenden, weil man hört dann auch nichts außen rum. Zu Hause schön Musik hören, im Park, beim Chillen, auf der Bank zum Beispiel. Oder dann im Sommer natürlich am See. Also egal, wo Sie ihn verwenden, Sie werden allerbesten Hörgenuss bekommen. Und das Over-Ear, also über die Ohren drüber. Und wenn das Telefon mal klingelt, dann können Sie mit dem eingebauten Mikrofon auch gleichzeitig noch telefonieren, also mit dem Kopfhörer telefonieren. Für nur 47,41 €, liebe Zuschauer, bekommen Sie diese fantastischen Kopfhörer mit der ZX1564 und der 569. Und dann können Sie immer Musik genießen, wenn Sie es möchten. Sie müssen damit keinen stören. Ihr Partner kann schreien. Sie setzen sich den Kopfhörer auf und genießen Musik. Oder auch einfach mal Stille. Ganz, ganz tolle Kopfhörer. Sie werden viel Spaß damit haben, da bin ich mir sicher.